Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Imke Marie Friedrichsdorf für euch zu haben. Ihre heutige Predigt war Teil des Gottesdienstes zum Gemeindefest der Martin-Luther-Kirche in Linz am 2. Juli. Sie spricht darin über die Liebe, dem Band, das alles zusammenhält. Wie ist es mit der Liebe? Müssen wir sie uns erst verdienen? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und ermutigenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Doch zunächst lese ich den Predigttext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Liebe ist der Rausch der Hormone, sagen die Wissenschaftler. Liebe ist Schwäche, ist Schmerz, sagen die Einsamen. Liebe ist Realitätsverzerrung, sagen die Ernüchterten. Liebe ist, was es ist, schreiben die Poeten. Liebe ist das, was alles zusammenhält, schreibt Paulus im heutigen Predigttext. Um genau zu sein, schreibt er von dem Band, das alles zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und vom Band hin zum Gürtel ist der Weg gedanklich nicht weit. Zumal sich Paulus in seinem Schreiben an die Menschen in Kolosse noch anderen Bildern aus der Textil- bzw. Bekleidungswelt bedient. Denn er fordert die Menschen auf, sich ein neues Gewand anzulegen. Und dieses Gewand, wie sieht es aus und woraus besteht es? Nach Paulus aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ein Stoff, aus dem Träume sind. Ein Sprichwort, das sich beim Gedanken an das Bild des heutigen neuen Gewandes förmlich aufdringt, lautet: Kleider machen Leute. Und ja, da scheint wirklich was dran zu sein. Inzwischen beweisen es sogar zahlreiche Studien. Sie bestätigen den Zusammenhang zwischen Kleidung und der Wirkung auf andere Menschen. Die Garderobe kann sympathisch, durchsetzungsstark, intellektuell wirken oder eben nicht. Und dabei scheint es von zweitrangiger Bedeutung zu sein, wie der Mensch hinter dieser Fassade, hinter dieser Kleidungsfassade wirklich ist. Ruft Paulus also auf, sich hinter einer Fassade von Tugenden wie Freundlichkeit, Güte und Geduld zu verstecken? Sollen wir Blender sein? Das Gegenteil ist der Fall. Denn ein neues Gewand anzulegen, das bedeutet, ein neuer Mensch zu werden, ein neues, anderes Wesen zu bekommen und nicht zuletzt auch das vorige Wesen abzustreifen, abzulegen, wie eine Art Metamorphose zu durchleben. Ja, hinter Paulus Worten, vor allem eben, weil er die vielen Imperative verwendet, könnte man meinen, dass sich dahinter leicht der erhobene moralische Zeigefinger verbirgt. Wenn man ausblendet, was Paulus zu Beginn des Briefes sagt. Da fasst er nämlich das Wesentliche zusammen. Er sagt: Gott hat euch als seine Heiligen erwähnt, denen er seine Liebe schenkt. Wir sind beschenkt, ohne Gegenleistung. Denn genau das macht ja ein Geschenk aus.
Wir sind von Gott beschenkt mit dem Wesen des Erbarmens, der Güte, der Demut, der Freundlichkeit und der Geduld. Umgürtet mit dem Faden der Liebe Gottes zu uns Menschen. Unser aller Wesen, quasi unsere Grundveranlagung, unter dem Deckmantel der Verletzung, der Ängste und auch des Egos. Das ist die Liebe. Und was kann es Schöneres geben, als diesem Wesen, dem Stoff, aus dem wir eigentlich gemacht sind, Raum zu geben? Was gibt es Beglückenderes, als Liebe zu teilen und in und durch sie zu leben? Amen.